Ich würde sagen, da ist auf jeden Fall Bedarf der Verbesserung, dass man sich nicht schämen muss, in diesem Beruf zu arbeiten. Es lohnt sich auf jeden Fall, weil der Schmutz stirbt nicht aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Videoserie bei uns, nämlich die Branchenexperten. Wir werden hier in diesem YouTube-Kanal regelmäßig Experten aus verschiedenen Branchen bei uns zu Gast haben, um mitzuteilen, welche häufigen Fehler gemacht werden, aber welche Lösungen es auch gibt und wo wir von der X-Group auch helfen können. Heute begrüße ich ganz herzlich Frau Bojana Grupp. Sie sind Handwerksmeisterin im Bereich der Reinigung und das ist ja ein Gewerbe, was häufig unterschätzt wird, wenn ich das so von Ihnen richtig gehört habe. Richtig, Herr Schäfer, das wird häufig unterschätzt. Die meisten Menschen denken, dass es einfach nur Putzen ist, wobei der Begriff Putzen auch nicht mehr so benutzt werden sollte. Wir sind Gebäudereiniger und ist ein Ausbildungsberuf und ein Handwerksberuf, der sehr wichtig ist. Verstehe. Und Sie haben ja die Entscheidung getroffen, sich nicht nur selbstständig zu machen, also ein Unternehmen zu gründen, einen Gewerbebetrieb zu gründen, sondern Sie haben ja auch die Entscheidung getroffen, auch die Ausbildung zum Handwerksmeister oder zur Handwerksmeisterin im Jahr 2017 zu tun. Was hat Sie damals motiviert? Mit 18 Jahren habe ich das erste Mal selbstständig gearbeitet als Gewerbetreibende in der Reinigungsbranche. Und meine Auftraggeberin hatte auch einen Meisterbetrieb. Und das war für mich mein Idol damals. Und dann habe ich mir gesagt, eines Tages wird der Zeitpunkt kommen, wo ich auch meine Meisterausbildung machen werde. Jetzt sind Sie ja schon über 5 Jahre selbstständig mit Ihrem Reinigungsunternehmen. Seit über 20 Jahren haben Sie Erfahrungen im Bereich der Selbstständigkeit und haben sich ja trotzdem dann noch entschlossen, nach einer Coaching-Ausbildung draufzusetzen, um anderen neben Ihrem aktiven Betrieb auch noch dabei zu unterstützen, wie sie sich selbstständig machen können, wie sie die meisten Fehler vermeiden können. Was ist hier ihre Motivation? Meine Motivation ist es, den Menschen zu zeigen, dass in der Gebäudereinigung wirklich ein Mehrwert herrscht. Der Schmutz stirbt nicht aus. Und den Leuten auch die Gebäudereinigung mit anderen Augen zu zeigen. Dass man sich nicht schämen muss, in diesem Beruf zu arbeiten. Weil viele sehen den Beruf an, so, ja, der in die Gebäudereinigung kommt, das ist derjenige, der eigentlich es nirgendwo weit geschafft hat. Und durch meine Coaching-Ausbildung als IHK-zertifizierte Business-Coacherin habe ich auch die Möglichkeit, in dem Bereich die Leute da heranzuführen, wie die halt vernünftig ihr Gewerbe ausüben können. Und das ist ja auch der Zweck, weshalb wir heute zusammensitzen, weil es jetzt auch eine Kooperation gibt zwischen Ihnen und der X-Group, wo wir gemeinsam unseren Gründern, die in der Branche starten, dann auch nicht nur das allgemeine fachliche, kaufmännische Marketing-Know-how geben, sondern auch das Spezielle in dem Bereich in Ihrer Branche des Reinigungsbetriebs. Jetzt ist es ja so, dass ja, Ihre Branche ähnlich funktioniert wie auch beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt machen die Menschen ganz alleine ihre Zähne kaputt mit falscher Ernährung und wenig Putzen und kommen dann als Kunde oder Patient. Und bei Ihnen machen Ihre Kunden ja auch ganz alleine alles schmutzig. Und so ist es ja eigentlich ein gesichertes Geschäftsmodell, was nicht ausstirbt. Und ich habe mir auch einige Informationen mal angeschaut. Es gibt ja auch einige sehr erfolgreiche Reinigungsunternehmer, die auch einen guten 6-stelligen, 7-stelligen Umsatz machen Richtig. und auch gewinnen. Können Sie das so bestätigen? Ja, weil wir sind die größte Branche, die auch Menschen einstellen, die keine Ausbildung haben, keinen Beruf haben. Also wir sind einen der größten Arbeitgeber in der Branche. Auch ein wertvoller Beitrag in der Gesellschaft für Integration von, ich will mal sagen, neuen Mitgliedern der Gesellschaft, die noch nicht so sprachlich vielleicht auch versiert sind oder die noch nicht so viele Ja, Ausbildungen gemacht haben. da richtig. Super. Jetzt gibt es ja eine ganze Reihe von Fehlern, das hatten Sie mir schon gesagt, die Unternehmende Gründer machen, wenn sie sich selbstständig machen in der Reinigungsbranche. Die meisten denken wahrscheinlich, ich kaufe mir einen Putzlappen, einen Besen und einen Eimer und dann geht's los. Andere wiederum, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, die haben viel zu viel gekauft. Die haben sich dann gleich 3, 4, 5 Vollausstattungen gekauft für Mitarbeiter, die dann erstmal nicht kamen. Die haben dann nur alles voll gemacht. Was sind denn Ihrer Meinung nach so die wichtigsten oder die häufigsten Fehler, die Gründer machen? Auf jeden Fall ist häufig der Fehler, dass die Gründer am Anfang zu viel Equipment kaufen, zu viele Gerätschaften, einfach zu viel an Chemie. Und dann haben die Aufträge nicht dafür. Und dann haben die auch das Problem, wo lagere ich das? Weil man muss auch wissen, wie man Chemie lagert und wo.
Sie haben auch gesagt, dass dann irgendwann auch diese Chemikalien verfallen, dann kann man sie sogar noch wegschmeißen. Richtig. Und was auch ja häufig ein Fehler ist, also ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung mit Leistungen, mit Lieferanten, mit Bewerbern sagen, die bei uns reinigen wollten, die Bürogebäude oder die Bürozimmer, dass die sich völlig falsch beworben haben. Entweder gab es kein Angebot oder mal gleich gemerkt, dass die ja vielleicht nur schwarz arbeiten wollen. Wie sieht es denn da aus im Angebotsprozess? Glauben Sie, dass die meisten da gut aufgestellt sind oder eher nicht so? Ich würde sagen, da ist auf jeden Fall Bedarf der Verbesserung, weil der Kunde will ja wissen, was habe ich davon? Und meistens haben die Neugründer, sage ich mal, auch die Probleme bei der Angebotserstellung. So bestimmte Punkte, was alles in einem Angebot mit drin stehen sollte, weil die denken, ja, schnell, schnell, Hauptsache den Kunden zu bekommen. Also da auf jeden Fall kann man auch sehr viele Fehler machen. Und da sollte man auf jeden Fall sehr gut aufgestellt sein. Ist ja ganz unterschiedlich, ob das Fenster sind, die gereinigt werden müssen, oder ob das Baustellen sind, ja, ob ich Parkett habe oder Linoleum, ob ich die Küche noch mitmache, sanitär und wie häufig in der Woche, am Tag. Das ist alles sehr spannend, da braucht man also schon genaues Wissen und das unterstützen Sie auch bei der Gründungsberatung im dem Reinigungsgewerbe, dass Sie solche Angebotsprozesse und Wege und Software oder Beispiele ja auch dann vorschlagen und gemeinsam entwickeln. Ja, sehr richtig, Herr Schäfer. Super. Das können wir auf jeden Fall dazu beitragen. Und was Sie ja auch anbieten können, ist die gemeinsame Beratung auch bei den Leitfäden oder der Vorgehensweise, also Ermittlung der Zielgruppe, wie spreche ich die an? Das sind dann auch die Themen, die Sie bearbeiten, oder? Auf jeden Fall, wie das Erstgespräch mit dem Kunden stattfinden soll, Telefon oder live. Wie ist das Auftreten? Wie soll ich auftreten beim Kunden? Ich persönlich entscheide auch beim Kunden zum Beispiel, ist es jetzt dementsprechend, wie ziehe ich mich an? Ne? Weil das Outfit ist ja auch schon das Selbstmarketing, was man präsentiert. Genau, das Outfit, dann natürlich das Angebot, dann die Webseite, Angebot schreiben, all das ist relevant. Und da haben Sie große Erfahrung. Bevor wir jetzt zu Ihrem Angebot kommen oder zum gemeinsamen Angebot, was wir auch dort erstellt haben, würden Sie dann grundsätzlich sagen, dass es sich heute noch lohnt, selbstständig zu machen in der Branche? Es lohnt sich auf jeden Fall, weil der Schmutz stirbt nicht aus. Ja, und es wird ja viel neu gebaut, auch in Berlin, in den großen Städten. Oder die Menschen werden älter und können nicht mehr selbst reinigen, wenn man im privaten Haushaltsbereich tätig ist. Also gibt es ja viele verschiedene Nischen, soweit ich es ja mitgehört habe, Gewerbe oder im Bürobetrieb oder beispielsweise Haushalt oder Baustellen, Bausegment gibt es auch viel zu tun. Gut, ja, wir haben uns ja zusammengesetzt und Sie haben da schon Erfahrung im Bereich Beratung von Gründern im Bereich Reinigungsgewerbe. Und da würde es uns interessieren, wie genau Sie da vorgehen. Also wenn ein Gründer beispielsweise hier bei uns anruft und sagt, er möchte sich selbstständig machen, dann würden wir von der X-Gruppe ja gemeinsam den Businessplan, Finanzplan, die Fördermittelrecherche beispielsweise durchführen, vielleicht allgemeine noch Themen zum Thema Unternehmensführung oder Unternehmensperson. Was wäre dann Ihr Bereich, wo Sie sagen, das würden Sie abdecken, das bekommt dann der Gründer, der Kunde bei Ihnen? Also das Erste ist auf jeden Fall wichtig, das Erstgespräch mit dem Teilnehmer, um zu schauen, in welche Richtung will der Teilnehmer hingehen. Dann würde ich ein individuelles Coaching für den Teilnehmer ausführen und dementsprechend seiner Zielgruppe würde das dann aufgebaut werden. Sie haben ja auch gesagt, Sie würden das nicht nur theoretisch machen, sondern auch mal gerne praktisch, also das mit dem Kunden gemeinsam machen, also auch präsent, wenn es dann möglich ist, der Gründer dann hier aus dem Bereich Berlin-Brandenburg kommt. Ansonsten ging es auch über Zoom, richtig, also digital Videokonferenzen, und Sie haben ja da eine ganze Reihe Tools auch für sich schon erarbeitet, wo Sie den Gründer auch dabei begleiten würden. Ja, insgesamt ist es so, dass dann der Gründer zwischen 10 bis 21,5 Zeitstunden sind bei uns Unterrichtseinheiten, 29 ja, dann auch nutzen kann im Rahmen unserer großen Maßnahme. Und damit hat der Gründer dann sozusagen alles zusammen, von seinem Konzept hin bis dann auch zur branchenspezifischen Gründungsberatung. Was würden Sie dann sagen, wie groß das Potenzial jetzt für jemand ist, der sich selbstständig macht? Hat er die Chance, wenn er selbst
20, 30, 40 Stunden in der Woche arbeitet, seine Tragfähigkeit auch zu erreichen, also dass er davon leben kann? Es kommt darauf an, in welchem Kundensegment er arbeitet. Ja. Man kann nur im Team wachsen. Ja. Wenn er ständig alles selbst macht, wird er es natürlich nicht so schnell schaffen, sage ich mal, nach oben. Aber mit einem vernünftiges Konzept in der Zusammenarbeit mit Ihnen und mir, denke ich mal, können wir den Teilnehmer zum Erfolg führen. Super. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen und ich habe ja von Ihnen auch im Hinterkopf, dass Sie ja selbst auch die Möglichkeit haben, gerade für die Neustarter in der Wirtschaft, ja auch sprachlich sehr breit aufgestellt, auch Zugang zu Menschen bekommen. Es gibt ja tatsächlich welche, die sind jetzt ganz frisch in Deutschland und können noch nicht richtig Deutsch. Also welche Sprachen vielleicht mal so im Überblick können Sie dann so aus dem Stegreif bedienen? Ja, also Deutsch, ne? Deutsch. Dann spreche ich auch die Roma-Sprache. Mhm. Nicht immer in allen Dialekten, aber man kann sich verständigen. Mhm. Die habe ich mir in den Jahren so übers Zuhören angelernt. Mhm. Dann spreche ich Rumänisch und Serbisch. Mhm. Oder Serbo-Kroatisch könnte man auch sagen. Mhm. Und da habe ich ja gehört, dass dann viele anderen Sprachen dann ja auch leicht auch, oder dass man sich zumindest dann verstehen kann, so wie der Deutsche den Österreicher oder den Schweizer. Ja, also ich kann mit den Bulgaren kommunizieren, ich kann auch ein bisschen mit den Russen kommunizieren, mit den Polen. Mhm. Also die slawische Sprachen, die ähneln sich da. Okay, das heißt also, all diejenigen, die sich da melden, können dann bei Ihnen sozusagen auch noch besser abgeholt werden als dann über ein vielleicht noch umständlicheres Deutsch. Genau. Super. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute hier sind und dass Sie auch zur Verfügung stehen. Die erste Kundin ist bereits in Beratung. Die ersten Gespräche sind angebahnt und damit wird auch der Webauftritt noch weiter dann optimiert. Und wir wünschen jetzt dir auch viel Erfolg dabei, wenn du dich in der Reinigungsbranche selbstständig machen möchtest oder jemanden kennst. Du kannst gerne den Link unterhalb des Videos nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Wir würden dann gemeinsam als Team zunächst sicherstellen, dass der AVGS dafür beantragt wird. Was ist ein AVGS? Es ist ein Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, wo tatsächlich bis 80 Unterrichtseinheiten für eine sogenannte Vorgründungsberatung oder Vorgründungscoaching genau verwendet werden dürfen. In diesem Vorgründungscoaching, das komplett und zwar zu 100% bezahlt wird von der Agentur für Arbeit, kannst du deinen Businessplan, deinen Finanzplan, dein Marketingkonzept, allgemeine Themen zur Gründung und jetzt auch ganz speziell in der Vorbereitung in der Reinigungsbranche Unterstützung bekommen. Diesen Gutschein kannst du beantragen. Wir helfen dir gerne dabei über den Link unterhalb des Videos. Sobald der Vertrag, sobald die Vereinbarung mit der Agentur geschlossen worden ist, können wir sofort beginnen, alles fertigzustellen. Also von daher, vielen Dank nochmal an Sie und jetzt bitte gerne den Kanal abonnieren, dann auch das Like für das Video setzen, uns weiterempfehlen, die Glocke betätigen und den Link für ein kostenfreies Erstgespräch im Kalender buchen und dann können wir dir ganz konkret weiterhelfen, was die nächsten Schritte sind. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel Schäfer und Bojana Krupp.